Aber das ist doch nicht sicher. Wenn ich sage, das ist sicher, ist das sicher. Aber ich kann doch nicht mit meinen bloßen Händen in einer Säure Sachen reinigen. Doch, das geht. Pass halt auf. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4 Contraptions. Es geht weiter. Jetzt wollte ich endlich mal in die Pötte kommen, um die Unterkunft für unsere Arbeitskräfte zu gestalten. Ich muss mir gerade gucken, wo sind wir jetzt? Gummi, ne? Mir fehlt Beton gerade. Beton. Ja, mal gucken, wie lange das noch dauert. Ja, ich würde gerne mehr davon machen. Das Ding ist immer noch, dass ich die Fließbänder nicht wirklich zusammenführen kann. Das geht gar nicht. Ja, das ist halt echt ein Problem. Oder man diese trennen kann. Ich würde gerne quasi hier eine Zweigstelle einbauen. Aber dann geht das halt gar nicht mehr. Ich zeige euch das mal. Wir probieren das nochmal aus. Ja, die Unterkunft für die Siedler. Alter, mal, jetzt lass das doch nicht warten. Aber egal, ich müsste das mal gerade ausprobieren. Ja, ich will das nochmal gerade hier irgendwie in die richtigen Bahnen lenken. Okay, Zweig. Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied ist zwischen dieser hier und dieser hier. Links, rechts, ab. Ach so, ja, genau. Wir nehmen eine, obwohl wir eigentlich diese Abzweigung benutzen könnten. Aber da muss man halt Komponenten einfügen. Das trennt nicht automatisch. Ich würde da gerne sagen, hier, nimm einfach jedes zweite Item. Geht aber nicht, ja? Aktuelles Inventar. Oder aktuelle Komponenten. Ich will aber, dass das Ding quasi jedes zweite Item nimmt. Das würde so viel mehr Sinn machen, aber gibt's einfach nicht. Ich denke mal, das kommt auch noch alles per Mod. So, was machen wir? Wir machen den. Den. Hä? Ach ja, den hier. So, den will ich da reinsetzen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ich muss mal gerade ausmachen. Und zwar hier oben. Ah, dafür muss ich jetzt schon wieder nach oben laufen. Ich weiß es nicht. Das wäre echt eine dumme Idee. Da, die letzten Uhren. Das Ding läuft sowieso weiter. Da ist noch genug Zeug drin. Oh, guck mal, was ist denn da los? Guck mal, wie viel Silber. So. Okay. Nein. Den hier. So. Zusammenführen geht halt auch nicht mehr. Weißt du, so, jetzt bräuchte man quasi auf der anderen Seite eins, was die dann zusammenlegt. Aber nein. Ja. Dieses Spiel will uns das nicht tun lassen. Wir können jetzt mal gerade erstmal den Recycler hier hinsetzen. Ja, zwei Recycler. Das ist klar. So, zwei Recycler. Und dann, das Trennen ist jetzt auch nicht so schwer. Jetzt müssen wir aber einmal hier rum. Haben wir kleine Kurven? Ne, haben wir. Diese hier. Rollenkurve. So. Und jetzt? Ach, nach oben geht's auch nicht. Nur per Fahrstuhl, ne? So, das ist jetzt das Problem. So, jetzt haben wir ein Problem. Ja? Und zwar könnten... Nee, das geht nicht. Es gibt einfach keine T... Es gibt kein T-Stück. Es gibt's einfach nicht. Warum soll das denn gehen? Rampe nach unten. Das rollt aber nicht nach oben. Warum kann ich es denn hier anbringen? Komm, ich werde es mal gerade ausprobieren. Mal gerade wieder anmachen. Weil, kann ja wieder laufen. Ist ja kein Problem. Ups. Brauchen wir irgendwas? Was kriegen wir jetzt zum Testen? Guck mal, da rollt das auf den unsichtbaren Rollen. So, darüber. So, da haben wir jetzt Silber. Was kommt denn noch raus? Federn? Ah, guck mal, hier jetzt auf. Oh, okay. Okay, gut zu wissen. Na gut. Also, wenn's... Ich weiß auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich könnte halt zwei Eingänge bauen, ja? Theoretisch. Dann können wir es erstmal nur so machen. Ich will jetzt hier nicht lange rumfummeln. Scheiß drauf. Ja, wir lassen das schön laufen. Dann werden wir mal sehen, was da lang läuft. So, dann brauchen wir jetzt den Ausgang. Du Workshop Storage. So, dann brauchen wir jetzt noch die Weiche. Weiche von mir, Monster Beast. Den hier. Der ist auch total behindert. Ich finde den sehr schlecht. Jetzt brauchen wir Strom. Haben wir auch. Jetzt brauche ich ein Intervallding. Wir haben doch so neue Dinger. Neue.
Was ist mit diesem Stromzähler eigentlich? Intervallschalter. Schaltet wiederholt an und aus. Im Verbundenterminal kannst du die An- und Ausintervalle ändern. Machen wir das erstmal hier hin. Wir lassen dem nämlich dann noch mehr Zeit. An-Ausintervall. So, das geht nämlich zu schnell. So, jetzt müssen wir das nochmal umändern. Ich muss den Computer unbedingt nach unten setzen. Das dauert viel zu lange, hier jedes Mal hochzulaufen. Ich sag's aber immer nur und tu's nicht. So, Intervall. So, das ist momentan Aktivierungszeit festlegen. Deaktivierungszeit ist bestimmt auf einer Sekunde. Machen wir es mal auf 8 Sekunden. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ja, kommt hin. Und dann da wieder rüber. So, und dann wieder, zack. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen länger vielleicht. Nee, kommt hin. 8 Sekunden sind super. Jetzt haben wir zwei Fabriken am Laufen. Jetzt können wir nämlich hier nochmal... Glas, Leder. Guck mal, wie viel hier drin ist. Spielkugeln, Spüllappen, Stoff. Nochmal ein bisschen. Was rausholen. Zahnräder. Warum wird das nicht ausgeschleudert hier? So, soll das nochmal neu sortiert werden? Ich will, dass das durch das Fließband läuft. Auch wenn da Sachen bei sind, die schon, ne? Ist mir egal. So. Sehr gut. Boah, guck mal. Oh. Super. Hey, wo sind die neuen Materialien? Hä? Ah, jetzt. Gabeln halt. Wie viele Silbergabeln habe ich eigentlich aufgehoben? Ich brauche mal Beton. Das müssten wir schon irgendwie rausholen, weil das brauche ich jetzt zum Bauen. Hier. Beton, Beton. Da. 49. Ah, das ist trotzdem nicht genug. Schickt auch den Beton eigentlich direkt raus? Ich glaube nämlich nicht. Noch am Arbeiten. Da ist er. Beton, guck mal. Wie ist er rausgefallen? Scheiße. Verlieren Ressourcen. Süß. Guck mal, der Beton. Schön. Betonklötze. Na gut, wir bauen. Und zwar hatte ich mir schon überlegt, wie wir das machen können. Ich habe eine gute Idee. Ich habe zwar einen Mod gefunden, mit dem wir quasi unterirdisch bauen können. Da können wir mit Bauteile richtig in Wände versenken. Nur braucht das immer eine aktuelle Version. Sonst funktioniert das nicht. Weil das mit den Fallout-Scripts wirklich krass rumspielt. Und das Tool ist nicht up to date. Guck mal, wie siehst du denn aus? Lass dir mal die Haare wachsen. So. Okay. Wir bauen erstmal standardmäßig gerade nur Böden. Und zwar machen wir es eben. Ja, ich habe mir gedacht, wir bauen in die Anhöhe rein. Etwas weiter nach oben. Passt auf, ich zeige euch das mal. Wir nehmen eine Leiter. Wir nehmen nicht die große, sondern wir nehmen diese Leiter. Machen das hier so dran. So. Und nehmen jetzt mal... Wir wollen es ja hier mitmachen, mit den Stallböden, ne? Ganz genau. Ganz genau. Das sind nämlich Holzböden. Nein, es sind keine Holzböden. Haben wir noch irgendwo Holz... Holzdinger? Nee, oder wir nehmen das schon. Das ist schon okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Nein, nein. 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 Was haben wir denn mit dem Beton? Haben wir nur die? Die haben wir noch. Die sind cool. Die nehmen wir. Für die Arbeitskräfte muss das reichen. Guckt. Und jetzt sind wir fast dran. Reicht aber. So, jetzt reißen wir das wieder ab. So, und dann fangen wir mal an. So. Komm schon, das muss gehen. Ha, es geht. Gesehen. Ich habe ja auch so einen Siedlerbot installiert, der Haircut und so Sachen alles... anpasst für die Siedler, dann sehen die alle mal unterschiedlich aus, die neuen Siedler auf jeden Fall. Und sie sind sterblich. Ja, das ist am wichtigsten gewesen. Wenn ich hier mal ein bisschen aufgeräumt habe, dann tut's mir leid. Ich habe so einen kleinen Safe-Game-Disput wieder gehabt. Ich habe vergessen zu speichern. Das passiert bei mir manchmal. So ist das nun mal. Können wir nicht ändern. So, okay.
Das muss weg, das muss weg. So, da bauen wir jetzt weiter. Wir brauchen unbedingt Unterkunft für die Siedler. Wir müssen die Plünderstation am Laufen haben und so. Und so, dass die uns nicht mehr andauernd in den Füßen stehen. Brauchen die Beschäftigungsräume und was weiß ich nicht noch. Sonst die Moral irgendwann bei null. Und ich brauche Betten und so. Ich will ja kein Arsch sein. Und ihr wollt sowieso, dass ich das tue. Also. So, das ist vielleicht groß genug. Könnt ihr hinhauen. So. Okay, dann bauen wir das jetzt aus der Scheune. Ja, die wohnen ja in der Scheune. Wir sind ja nett. So, die sehen cool aus, ne? Ich finde die Scheune richtig cool. Machen wir erstmal nur diese Wände hier. Wo wohnen denn ihre Arbeitskräfte? Nö. Da? In der Scheune? Sie lassen ihre Leute in der Scheune wohnen? Ja, aber das ist doch nur zum Guten. Das ist am besten und modernisiertes Gebäude hier. Bla, bla, bla. Schwarz, schwarz. Kommt die Arbeitskontrolle. Nee, ist ja egal. Es gibt ja keinen Arbeitsschutz. Ich bin Arbeitsschutz. Aber das ist doch nicht sicher. Wenn ich sage, das ist sicher, ist das sicher. Aber ich kann doch nicht mit meinen bloßen Händen in einer Säure Sachen reinigen. Doch, das geht. Pass halt auf. Wasch sie halt gründlich danach ab, meine Güte. Der handlose Larry hat es ohne Probleme geschafft. Hat sich nie beschwert. Er hat jetzt keine Hände mehr. Ist doch egal. Das sind alles nur Ausreden. Ich glaube, ich muss eins breiter machen. Wenn wir den Eingang in der Mitte haben wollen. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wir machen noch so einen breiter. Einen breiter machen wir noch. 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 Ich weiß noch damals, als ich rausgefunden habe, wo es diese Dinger hier gibt. Ja? Meine Güte. Das war der Tag der Erleuchtung. Oh mein Gott, es gibt Blöcke, die kann ich in der Erde versenken. Und dann konnte ich auch die Burg upgraden. Ihr kennt ja meine Burg. Sehr beliebt bei euch. Obwohl ich jetzt nicht finde, dass ich so viel Zeit darin investiert habe. Ich habe ja die Lücken geschlossen mit diesen Steinen. So. Mitte. So. Jetzt brauchen wir noch ein Türchen erstmal, damit wir auch rein und raus gehen können. Wir haben auch so ein großes Tor. Da sind noch sogar die nettesten Siedler imstande. Ach, jetzt hätte ich die Tür dahin bauen können, ne? Naja, egal. Wir bauen sowieso irgendwann noch eine Scheune. So, die brauchen wir hier. Zack, zack, zack. So, jetzt brauchen wir aber noch Fenster. Wir sind hiermit noch nicht fertig. So, sind auch ganze Fenster irgendwo? Guck mal, die hier. Ja, mehr Fenster brauchen die nicht. Die sind groß genug. Nee, die sind zu klein. Die sind hässlich. Da kann auch kein vernünftiger Einbrecher durch. So. Okay. Dingeling, ding, dong. Dingeling, ding, dong. So. Okay. So, das ist noch nicht fertig. Wir brauchen hier noch ein paar mehr Fensterchen. Für unsere lieben Anwohner. Mach ich jetzt direkt ein Dach drauf? Nee, ich glaube nicht, ne? Die andauernd fliegt hier Mais rum und ich weiß nicht warum. Wirklich nicht. Ich muss unbedingt die, ich muss mal übernachten oder so, damit die Fallen zuschnappen. So, mach ich jetzt noch ein Stockwerk? Ja, ich muss noch eins machen, glaube ich. Für, oh, guck mal, hier ist da eine schöne Tür. Ist das keine schöne Tür, so eine Scheunentür? Nein, ist die nicht, aber ist ja egal. Ne, ich tue hier so eine Fabriktür rein. Ja? Fabrikrecht. Die ist bei Türen, glaube ich, ne? Ich verstehe nicht, warum Türen nicht einfach alle bei Türen sind. Es ist jedes Mal so verwirrend. Guck mal, Bunker. Ich muss noch einen Bunker bauen, weil ich gerne eine Waffenkammer bauen möchte. Tür, 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 Stahl, da, hier. Nehmen wir die. Ja, ich will die auch mal einschließen können. Ich meine, vor sich selbst schützen können. So, jetzt brauchen wir Boden. Den haben wir auch. Ganz ruhig. Hier irgendwo, da. Den. Stallböden. Ist aber der gleiche Böden. Hat einfach nur eine kleine neue Textur. Brauchen die auch noch Licht und sowas. Ja, ihr habt gesagt, hier, Alter, mal warte doch bis zum Vault-Tec-DLC und dann überlege umzuziehen. Ich denke, das ist die plausibelste Erklärung. Ja, oder Idee. Oder, Option, die ich habe. Ich denke, das ist eine gute Idee. Wenn im Juli das DLC rauskommt, ist es trotzdem aber noch ein Monat. Ja, wahrscheinlich, bis es rauskommt.
Wir haben ja bis zum Ende des Monats. Maximal bis einen Monat. Ein bisschen mehr vielleicht. Ungefähr. Aber auf jeden Fall im Juli kommt's raus. Okay, jetzt brauchen wir hier noch eine Leiter. Die kommt am besten in die Mitte. Dafür haben wir doch bestimmt ein nettes Leiterchen. Nein, haben wir natürlich nicht. Das ist sehr doof. Haben wir eigentlich nicht noch andere Treppen im Ernst? Wir haben doch irgendwo noch andere Treppen gesehen. Ah, egal. So, haben wir noch andere? Haben wir irgendwas anderes für Dächer? Guck mal hier. Da sind Dächer. Sind schon wieder die gleichen Dächer wie bei der Fabrik? Fabrik. Man trägt die. Ach nein. Die Ecken hier reinbauen. Die Ecken. Die Ecken, Ecken, Ecken. Die Ecken, 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 Ecken. Guck mal, und dann so Stücke. Oh, schön. Guck mal. Oh. Leviosa. Leviosa. Oh. Ronald Weasley. So. Wunderschön, wunderschön. Jetzt noch gerade die Wände fertig machen. Oh, du Schöne. Oh, du Schöne. Wahand. Die Leinen. Hoffentlich ist das richtig. Hoffentlich können wir da mit den kubigen Eckdingern was anfangen. Der alte... Hoffentlich hat sich der liebe Aldemar da nicht vertan, wollte ich sagen. So. Das muss da dran. Sehr gut. Okay. Komm, wir machen jetzt die hier hin. Es reicht. Nicht, dass ihr Selbstmord begehen wollt hier. Es lädt ja gerade dazu ein, aber ich brauche Arbeitskräfte. So. Okay. Dächer. Das ist gut. Ah, jetzt verstehe ich, wofür diese schmalen Dinger da sind. Ah. Aldemar, verstanden. Ups, Entschuldigung. So, und jetzt die schmalen Sachen. Hier, pass auf. Achtung. Tada. 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 Ich mach die großen rein, die sind schöner. Gibt's hier nicht mehr. Tada. Scheiße. Aber der Aldemar hat doch gedacht, dass es die hier gibt. So, jetzt müssen wir oben noch zumachen. Da fehlt noch ein bisschen was. Wir haben doch noch mehr Dächer. Zwei sind das, ne? Wir könnten... Jetzt sind zwei. Satz sind zwei. Guck mal, hier sind... Laufstege oder so. Laufstege! Hier noch mehr. Cool, oder? Voll cool. Voll cool. Voll cool. Kann ich die irgendwie so? Nee. Das gebrochen, das? Ja, ich könnte so. Sowas hier. Nee, das ist scheiße. Nee, ist auch scheiße. Machen wir so zu. Machen wir ein Flachdach. Hals- und Beinbruch. Geht schon gut. Oh, schön hoch jetzt. Gefällt mir gut. Gut, das ist größtenteils aus Holz, also kein Problem für uns. So, jetzt machen wir die Seiten hier zu. Dafür brauchen wir die kleinen Stücke. Oh, guck mal, die sind auch ganz nett, ne? Warte mal, erstmal die Leiter hier so. So, und jetzt. So, so ein Laufgitter. Ein Laufgitter für die Kleinen. Okay, so. Eine schönere Treppe wäre halt schön. Ja, jetzt sind wir schön symmetrisch. Schön, schön, schön. Ich habe das Radio weggemacht erstmal. Das Durchsageradio. Ich habe hier gerade einen Meierlöck gesehen. Den müssen wir mal gerade entsorgen. Oh, das. Oh, noch eine Leiche. Die habe ich doch auch schon mal verbrannt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Unfassbar. Geht doch. So. Ach nee, die habe ich mal in dem einen Vorstellungsvideo verbraucht. So. Habe ich euch eigentlich schon gezeigt, wie das aussieht? Wenn ich dann Menschen reinwerfe, der wird ja in alle Bestandteile zerlegt, ja? Ach, das habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Komm, wir gucken uns das nochmal an. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, bitte. Komm schon. Oh, ich glaube, das Teil war nicht... Ach so, ist hier mal Lör passiert. Hier ist ein Brahmin einfach tot umgefallen. Vor der Aufnahme. Ich glaube, der Mensch, das hat nicht gereicht. Ich glaube... Schöner Brahmin. Aus dem kommen noch immer zwei Köpfe dann.
Na los schon, offenbare dich. Braminleder, Braminleder. Oh, lecker Braminfleisch. Oh ja. Dünger, Dünger. Knochen, Knochen. Ach, sehr gut. Guck mal, hier wird fleißig gebaut. Genauso muss das aussehen. Ja, genauso. Jetzt haben wir doppelte Geschwindigkeit. Hier dreht sich immer noch die Blume. Guck mal, Schreibmaschinen. Guck mal, Schreibmaschinen. Funktioniert, ne? Mein Gott. Bob, der alte Mann, der Meister. Guck mal, wie gut. Nein, jetzt staunen die hier. Nee, es geht. Guck mal. Wow. Überarbeite dich nicht. Schraubenschlüssel, Braminfleisch. Guck mal, Schraubenschlüssel auf dem Braminfleisch. Guck mal, da ist eine Glühbirne rausgefallen. Spielkugel. Na, wirst du wohl. Oh, das wird verarbeitet, ich weiß, so. Spielkugel. Ich verarbeite bestimmt auch wichtige Sachen, aber egal. Und rein mit dir. Sehr gut. Oh, guck mal, wie schön. Aber das Dach sieht schon ein bisschen scheiße aus. Oh, nee, das kann ich so nicht lassen. Aber cool, ne, die Scheune. Das sind nur ein paar Texturen, ich sollte mich zusammenreißen. Aber ist egal, sieht trotzdem cool aus. Das Dach. Ja. Aldemar, das kannst du schöner. Ich glaube, wir machen es zusammen mit folgendem. Und zwar mit diesen Dingern hier. Die Dingern. Genau. Und zwar mit diesen Dingern. Oh, runtergefallen. Na gut. Wie auch immer, Leute. Ich muss jetzt erstmal abspeichern. Ja, es tut mir leid. Wir sind mal mit. Aber wie gesagt, ich baue mit euch alles zusammen. Langweilige wie schöne Sachen. Also, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.